Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, wir haben, und der festen Überzeugung bin ich, eine gute Kontrolle, parlamentarische Kontrolle unserer Nachrichtendienste. Und sehr geehrter Herr Kollege Ströbele, ich erkenne es durchaus an, dass Sie zugestehen, dass sich die Arbeit des PKGR in dieser Legislaturperiode substanziell verbessert hat. Aber aus meiner Sicht gilt für das parlamentarische Kontrollgremium dasselbe wie für viele andere Lebensbereiche. Was gut ist, kann immer noch verbessert werden. Und ich bin auch der festen Überzeugung, mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf verbessern wir qualitativ die Arbeit des parlamentarischen Kontrollgremiums enorm. Wir stärken damit aber auch die Nachrichtendienste insgesamt, weil ich der festen Überzeugung bin, eine optimierte Kontrolle, parlamentarische Kontrolle unserer Nachrichtendienste in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stärkt auch die Legitimität unserer Nachrichtendienste. Deswegen muss es und ist es auch im Interesse der Nachrichtendienste, dass wir hier die Qualität deutlich verbessern. Das Herzstück dieses Gesetzentwurfs ist der ständige Bevollmächtigte mit seinem Arbeitsstab. Wir schaffen insgesamt 12 zusätzliche Stellen in der Bundestagsverwaltung. Der ständige Bevollmächtigte wird aber kein Geheimdienstbeauftragter des Bundestages sein. Er wird kein freies Radikal sein, der im luftleeren Raum schwirrt, sondern er wird weisungsgebunden, klar an das parlamentarische Kontrollgremium angebunden sein. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wesentlicher und guter Schritt nach vorne. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und das behaupten nicht nur wir von der Opposition, sondern das behaupten auch die Sachverständigen, die in der Anhörung am 26. September befragt wurden. Der ehemalige BND-Präsident Schindler hat den heute zur Disposition stehenden Gesetzentwurf ausdrücklich als Meilenstein wortwörtlich tituliert, und er hat die Funktion dieses neuen ständigen Bevollmächtigten wortwörtlich als ein vielversprechendes Modul gelobt. Also auch die Sachverständigen haben sich durchweg positiv über diesen vorliegenden Gesetzentwurf geäußert. Meines Erachtens, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ist es auch ein erheblicher Schritt nach vorne, dass wir endlich jetzt auch die besonderen Vorkommnisse, die uns die Bundesregierung im parlamentarischen Kontrollgremium zu berichten hat, genau spezifizieren, um eben, Herr Kollege Ströbele, dem entgegenzuwirken, dass es letzten Endes im Ermessen der Bundesregierung liegt, was sie uns mitteilen oder was sie uns nicht mitteilen. Jetzt wird genau aufgeführt, was ein besonders erwähnens- und berichtenswerter Vorgang ist, wenn er Gefahr geneigt ist, dass er in der öffentlichen Debatte, dass er eine Rolle spielt in der öffentlichen Debatte, dass er auch Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung sein wird, dass er das Lagebild über die innere und äußere Sicherheit verändert oder dass es ein Vorgang ist, der auf die Aufgabenerfüllung der Nachrichtendienste besonderen Einfluss haben wird. Des Weiteren bin ich der festen Überzeugung, ist es ein erheblicher qualitativer Schritt nach vorne, dass wir nun endlich das parlamentarische Kontrollgremium genauso behandeln wie alle anderen Parlamentsausschüsse. Wir werden in Zukunft einen Vorsitzenden wählen zu Beginn der Legislaturperiode für die gesamte Dauer der Legislaturperiode. Ich bin der Meinung, dass es nicht sehr zielführend war, dass wir jährlich den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz gewechselt haben. Auch hier ist durchaus ein bemerkenswerter Schritt nach vorne zu verzeichnen. Herr Kollege Mayer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ströbele? Selbstverständlich, sehr gerne. Bitte schön, Herr Ströbele. Ja, danke, Herr Kollege Mayer. Geben Sie mir recht, dass die jetzige Regelung, die vorsieht, dass alternierend von der Koalition und dann von der Opposition die Vorsitzenden gestellt werden, eine sehr viel demokratischere ist, die auch die legitimen Rechte der Opposition viel mehr wahrt, als wenn Sie jetzt einen Vorsitzenden für 4 Jahre bestimmen, wo ein Vertreter der Opposition, das ergeben einfach die Zahlen, niemals Vorsitzender werden kann. Sehr geehrter Herr Kollege Ströbele, ich sehe in keiner Weise die jetzige Regelung 23 Parlamentsausschüsse betreffend als undemokratisch an. Es wird im Vorfeld festgelegt, welcher Parlamentsausschuss von welcher Fraktion mit dem Vorsitz belegt wird. Und es ist doch im Gesetz überhaupt nicht festgeschrieben, Herr Kollege Ströbele, dass der Vorsitz im parlamentarischen Kontrollgremium von der Regierungsfraktion gestellt werden muss. Es kann durchaus sein, Herr Kollege Ströbele, dass Sie vielleicht möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode Vorsitzender des PKGR werden.
Das ist durch dieses neue Gesetz nicht ausgeschlossen. Und ich hoffe, dass Sie diese Möglichkeit, die durchaus im Raum steht, und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie dem nächsten Parlament wieder angehören, ich hoffe, dass Sie diese Möglichkeit nicht als undemokratisch bezeichnen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir bringen jetzt noch einen Änderungsantrag ein, dergestalt, dass wir auch dem Vertrauensgremium im Haushaltsausschuss die Möglichkeit eröffnen, auf den ständigen Bevollmächtigten zuzugreifen, im Benehmen mit dem parlamentarischen Kontrollgremium. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist aber schon natürlich auch festzustellen, und das zeigt ja auch die heutige Debatte, dass die Opposition dieser qualitativen Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle genau gegenteilig gegenübersteht. Und Herr Kollege Dr. Hahn, Sie haben ja seitens der Linken einen Gesetzentwurf eingebracht, auch einen Antrag eingebracht, der sich mit der parlamentarischen Kontrolle beschäftigt. Was Sie nur verschweigen, und da würde ich Sie einfach um mehr Ehrlichkeit bitten, sagen Sie doch bitte ganz offen, dass Sie die Nachrichtendienste abschaffen wollen. Das wäre Ehrlichkeit. Weil wenn diese Punkte, die in Ihrem Antrag stehen, umgesetzt würden, würden Sie die Arbeit der drei Nachrichtendienste auf Bundesebene aushöhlen. Und das wäre aus meiner Sicht ein erhebliches Sicherheitsdefizit und ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland, gerade angesichts der jetzigen Bedrohungssituation. Ich möchte, meine Kolleginnen und Kollegen, nur zwei Punkte herausgreifen. Zum einen mal fordern Sie seitens der Linken, dass die Nachrichtendienste kategorisch auf den Einsatz von V-Leuten verzichten. Sagen Sie es bitte ganz offen, Sie wollen unsere Nachrichtendienste darauf reduzieren, dass sie nur noch Zeitungslektüre betreiben dürfen. Dass sie Zeitungsartikel lesen, ausschneiden und abheften dürfen. Mehr sollen unsere Nachrichtendienste, wenn es nach den Linken geht, nicht mehr machen dürfen. Das ist aus meiner Sicht eine erhebliche Erschwernis, und wir werden dem auch deutlich entgegentreten. Und ein zweiter Punkt, der meines Erachtens wirklich den Boden ausschlägt. Sie fordern als Fraktion der Linke, dass es in das Ermessen des einzelnen Bundestagsabgeordneten gestellt wird, nach gewissenhafter Prüfung der Sach- und Rechtslage, schreiben Sie noch dazu, ob ein Staatsgeheimnis öffentlich gemacht werden darf. Also Sie würden es jedem Bundestagsabgeordneten zubilligen, dass er selber darüber entscheidet, ob er ein Staatsgeheimnis veröffentlichen darf. Gerade in der jetzigen Bedrohungssituation, meine sehr verehrten Damen und Herren, wäre das wirklich eine Versündigung an der Sicherheitslage in Deutschland. Wir stehen in einer erheblichen Anspannung. Unsere Sicherheitsbehörden sind in einer enormen Herausforderung. Und ich sage Ihnen auch nur noch mal zum Abschluss, es ist derzeit ohnehin schon schwer genug, auch im Austausch mit anderen Nachrichtendiensten, die immer wieder auch dazu zu bringen, konstruktiv und vertrauensvoll mit uns zusammenzuarbeiten, weil leider Gottes immer wieder auch Dinge die Öffentlichkeit erreichen, die dort nicht hingehören. Das ist eine Gefahr für die Sicherheit in unserem Lande. Und ich sage dies auch noch mal ganz deutlich und auch ganz bewusst, die Linken sind insoweit aus meiner Sicht auch ein Sicherheitsrisiko für unser Land. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention hat jetzt der Kollege